Ich glaube, ich muss sehr früh mit meiner Geschichte anfangen. Ihr müsst wissen, ich habe eine gute Freundin. Obwohl ich glaube, die Bezeichnung beste Freundin würde hier definitiv besser passen. Ich und Marie, wir waren immer schon unzertrennlich. Wir konnten über alles reden und wir schrieben jeden Tag oder sahen uns halt in der Uni. Manchmal fühlten wir uns so, als ob wir schlimmer als irgendwelche 12-jährigen Teenie-Mädchen wären, da wir so viel miteinander gemacht haben und so viel Blödsinn geredet haben. Aber gerade wenn man zur Uni geht und sein Elternhaus verlässt, ist es toll, eine Person da zu haben, die für einen da ist und der man einfach alles anvertrauen kann. Ich muss vorweg sagen, dass ich nicht in sie verliebt war. Es gab eine Zeit, wo ich vielleicht ein bisschen für sie geschwärmt hatte, aber diese Zeit war schon lange vorbei gewesen. Mittlerweile war sie wirklich nur noch eine sehr, sehr gute Freundin für mich. Und ganz ehrlich, ohne sie wäre ich wohl schon längst verrückt geworden oder hätte mich vielleicht sogar schon umgebracht. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich war schon früher nicht ganz psychisch stabil gewesen. Immer wenn ich unter Druck stand, Verlustängste hatte oder so, bekam ich Panikattacken. Ich drehte wirklich durch und konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich war wirklich einfach ein Wrack in diesen Momenten. Manchmal kam dann sogar eine alte Krankheit in mir hoch. Ich muss gestehen, dass ich früher ab und zu eine Art Persönlichkeitsstörung hatte. Immer wenn mein Leben gefühlt in Scherben lag, stellte ich mir vor, jemand anders zu sein. Ich stellte mir vor, eine Person zu sein, dessen Leben in Ordnung war, und ich tat so, als wäre ich diese Person, nur um wieder glücklich zu werden. Die Person, in die ich mich reinversetzte, war stärker als ich. Sie konnte mit Problemen besser umgehen und war mutig. Sie war alles, was ich nicht war, aber gerne wäre. Mit der Zeit wurde aus dieser seltsam ausgedachten Person eine Art Krankheit, und ich bemerkte nicht, wenn mein normales Ich durch meine andere Persönlichkeit ausgewechselt wurde. Und ich gerade jemand anders war. Ich wurde auf einmal zu einer anderen Person und wechselte zwischen meinen Persönlichkeiten hin und her, ohne es zu bemerken. Und häufig hatte ich nicht meine Erinnerung an das, was ich mit meiner anderen Persönlichkeit gemacht hatte. Vermutlich hätte ich einfach zum Psychiater gemusst, aber zum Glück hatte ich Marie. Immer wenn es mir schlecht ging und sie bemerkte, wie meine Probleme mich überwältigten, konnte sie mich beruhigen und dafür sorgen, dass alles wieder gut war. Und tatsächlich, wenn sie da war, ging es mir super. Sie war nun mal mein Felsen der Brandung und ich würde ohne sie durchdrehen. Ich brauchte sie. Doch ich war keine nette Person, wenn mein Leben und meine Probleme mir zu viel wurden. Sie versuchte mich stets aufzumuntern, aber manchmal ließ sich nicht mit mir reden. Sie sagte, alles sei in Ordnung, doch ich wurde dann wütend und schrie sie an. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber wenn man verzweifelt ist, tut man manchmal Dinge, die man nicht versteht. Und eines Abends eskalierte die Situation. Ich hatte große Angst, dass ich mein Studium nicht schaffen würde. Ich hatte die letzten Klausuren in den Sand gesetzt und war durchgehend pleite gewesen. Ich sah keinen Ausweg aus meinem Problem und als Marie dies bemerkte, kam sie eines Abends noch zu mir in die Wohnung. Die Wohnung bezahlten meine Eltern und sie versuchte mich dort zu beruhigen. Doch ich wollte in diesem Moment nichts hören. Ich schrie sie sogar an, ich beleidigte sie. Und dann schlug ich sie. Mit der glatten Hand schlug ich ihr ins Gesicht. Ich war einfach so wütend gewesen und ließ meine Wut falscherweise an ihr aus. Ich wollte dies nicht tun und sofort, nachdem ich es getan hatte, bereute ich es. Ich zitterte und entschuldigte mich bei ihr, doch sie weinte und sagte, dass sie alles nicht mehr aushalten würde. Sie könne nicht immer wieder versuchen, mich zu beruhigen und mit der Angst leben, dass ich mir irgendetwas mal antue. Ich erinnere mich noch genau an ihre Worte, als sie sagte, sie will mich nie wiedersehen. Und sie ihre Sachen schnappte. Ich weiß nicht, was dann passierte. Ich habe verschwommene Bilder im Kopf und gehe davon aus, dass ich in meinem Wohnzimmer in Ohnmacht gefallen war, da mir alles einfach zu viel wurde. Seltsamerweise wachte ich aber am nächsten Morgen in meinem Bett auf. Ich musste wohl irgendwann im Halbschlaf oder immer noch halbwegs benommen ins Bett geschwankt sein. Und dann war ich wirklich fertig gewesen. Mir dröhnte der Kopf, ich war verschwitzt, meine Arme taten mir weh. Es ging mir einfach nicht gut. Ich holte sofort mein Handy raus und schrieb Marie. Ich entschuldigte mich bei ihr, fragte, ob sie mir jemals verzeihen könnte und ob wir noch Freunde sind. Doch ich bekam keine Antwort. Sie las die Nachrichten nicht mal. Es traf mich wie ein Schock, als die Idee in mir hochkam, dass sie mich vielleicht blockiert hatte. Ich hatte Tränen in meinen Augen. Meine Dummheit sorgte dafür, dass ich Marie verlor. Mein Fels in der Brandung war auf einmal weg. Ich bemerkte, wie mein Herz raste und wie Angst langsam wieder in mir hochkam. Und um denen entgegenzuwirken, tat ich eine Sache, die mich aus irgendeinem Grund stets beruhigte. Ich ging an meinen PC und wollte im Internet einkaufen. Ich weiß nicht wieso, aber Einkaufen lenkte mich ab. Und wenn ich neue Sachen hatte, halfen sie mir, meine Probleme zu verdrängen.
Dies ist auch einer der Gründe gewesen, wieso ich immer pleite war. Ich kaufte mir immer Mist, wenn es mir schlecht ging. Ich klickte oben auf die Suchleiste und dachte mir, dass ich einfach mal auf Amazon ein paar Sachen nachsehe und vielleicht gibt es ja irgendetwas, was ich gebrauchen könnte. Ich tippte in die Suchleiste www.amazon ein und bevor ich die Adresse beenden konnte, bekam ich einen Vorschlag, den ich scheinbar schon mal gesucht hatte. Ich klickte rauf und wurde weitergeleitet zu einem Angebot. Dieses Angebot war von einem Überraschungspaket für 10 Euro gewesen. Überraschungspakete sind diese seltsamen Pakete, in denen irgendwelche übrig gebliebenen Artikel und ganz viel unnötiger Kram war. Ich war überrascht, dass es sowas gab und dass ich danach schon mal gegoogelt hatte. Ich guckte, wer der Verkäufer war, doch alles, was dort stand, war anonym. Amazon selbst hatte nichts mit diesem Verkauf zu tun. Es war irgendein Anbieter, der über Amazon das verkaufte. Ich war verwundert, doch wollte mich nicht weiter daran aufhalten. Irgendwie hatte ich Lust, mir diese Kiste zu bestellen. Ich klickte auf Bestellen, bezahlte mit PayPal und war dann fertig. Ich fühlte mich etwas besser nach dem Kauf und versuchte meine Kraft zu sammeln und den Tag so zu verbringen, wie es normal war. Und dies gelang mir überraschend gut. Ab und zu kamen nochmal schlechte Gefühle wegen Marie oder dem Studium in mir hoch. Doch meistens verdrängte ich diese Gefühle erfolgreich. Leider gelang mir dies nur am Tag. Ihr kennt es vielleicht, dass wenn man nachts ungestört ist und nichts zu tun hat, man über Dinge nachdenkt und Dinge im Kopf hat, die einen verrückt machen. Bei mir geschah es, dass ich in meinem Wohnzimmer auf der Couch lag und als mein Film vorbei war, sah ich auf mein Handy und bemerkte, dass Marie meine Nachricht weiterhin nicht gelesen hatte. Ich fing an zu weinen und irgendwann schlief ich wohl dabei ein. Mein nächster Morgen verlief wie der gestrige. Ich war nachts vermutlich irgendwann ins Bett gewankt, wachte dort auf und fühlte mich wie gerädert. Alles tat mir weh. Ich zog mich an, wollte von meinem Nachttisch meine Armbanduhr nehmen, um sie mir umzubinden, doch sie lag nicht mehr dort. Dies nervte mich. Immer wenn es mir nicht gut ging, verlegte ich irgendwelche Dinge. Meistens waren es nur Kleinigkeiten wie ein Heft oder Stifte, doch diesmal war es die teure Uhr, die meine Eltern mir zum 18. Geburtstag geschenkt hatten. Das war richtig scheiße. Sie war mir etwas zu groß und rutschte mir häufig von der Hand, wenn sie aus Versehen aufging, und ich musste sie wohl irgendwo fallen gelassen haben. Ich dachte daran, dass sie schon irgendwann wieder auftauchen würde. Ich ging ins Bad, wusch mich und verdrängte die ganze Marie-Sache. Danach öffnete ich meine Haustür, um einkaufen zu gehen und fand zu meiner Überraschung auf meiner Türschwelle ein Paket. Ich war extrem überrascht, dass es schon da war. Es war nicht sonderlich groß gewesen und war einfach einer dieser typischen braunen Kartons, die man zuhauf bekommt und von denen man, genauso wie ich, stapelweise im Keller hat, da man zu faul ist, sie in die Tonne zu werfen. Ich nahm das Paket mit rein und war verwundert, dass ich nirgends einen Absender fand. Allgemein war nirgends ein Aufkleber gewesen. Nur an einer Stelle waren Kleberückstände von einem alten Aufkleber. Ich wusste nicht, wie das irgendwie möglich war, doch da ich mich nie mit Paketen auseinandergesetzt hatte, hatte ich auch keine Bedenken, was dies anging und dachte, dass irgendwer bei der Post den vielleicht abgerissen hat oder was weiß ich. Es war mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig gewesen. Ich war aber schon, bevor ich überhaupt das Paket geöffnet hatte, sehr enttäuscht gewesen, da das Paket nur wenige Gramm gewogen hatte. Vielleicht so viel wie eine Tafel Schokolade oder sogar noch weniger. Ich dachte schon daran, was für eine Geldverschwendung dies wohl wieder war und schnitt das Paketband säuberlich durch. Als ich das Paket aber öffnete, war ich erschrocken. Es waren keine Kleinstteile drin wie ein Glühbirnen-Ersatzteilset oder Malbücher. Ein zerrissenes und blutiges T-Shirt lag in der Box. Es war übersät mit kleinen Blutflecken und schien von einem Körper runtergerissen worden zu sein. Doch das Schlimmste war, dass ich wusste, wem das T-Shirt gehörte. Es war Maries. Ich erkannte das Logo. Sie hatte sich dieses T-Shirt vor einiger Zeit selbst designt und trug es am liebsten. Es war auch das T-Shirt, welches sie an dem Abend anhatte, als wir uns stritten. Ich nahm es aus der Box und sofort kam der Geruch ihres Parfüms mir in die Nase. Ich wusste nicht so recht, was dies bedeuten könnte, doch dann traf mich eine Idee. Wir hatten uns ja abends gestritten. Was, wenn jemand sie auf dem Nachhauseweg entführt hatte? Es klang abwegig, dass ich genau dieses Angebot dann finden würde, von irgendeinem Psychopathen, der ihre Sachen verkauft, aber es war die einzige Erklärung, die ich hatte. Ich musste etwas unternehmen, aber ich hatte Angst, die Polizei anzuschalten, da, wenn die Person Polizeiwagen hören würde oder hier sehen würde, er vielleicht etwas Schlimmes ihr antut. Ich musste etwas unternehmen, ich wusste aber noch nicht was. Schließlich entschied ich mich, noch ein Paket zu bestellen. Da kein Aufkleber drauf war, ging ich davon aus, dass diese Person es mir persönlich auf die Türschwelle gelegt haben musste. Wenn ich also vor der Tür nur lang genug warten würde,
Dann könnte die Person mit dem Paket kommen, ich würde sie überraschen und hätte dann den Täter gefasst. In diesem Moment wäre ich dann der große Held gewesen und Marie würde mir sogar verzeihen. Ich tat alles wie geplant, bestellte das Paket und setzte mich vor meine Haustür von innen und dort wartete ich. Sekunden vergingen langsam, Minuten noch langsamer. Und als die Nacht kam, merkte ich, wie ich müde wurde. Niemand war da gewesen, bis jetzt. Mein Wille, Marie zu retten, hielt mich wach, doch irgendwann fielen mir einfach die Augen zu. Ich wachte in meinem Hausflur bei der Tür auf. Ich brauchte einige Sekunden, um zu realisieren, was überhaupt los war, doch wenige Sekunden, nachdem ich aufgewacht war, traf es mich wie ein Blitz. Ich war eingeschlafen und habe vielleicht den Kidnapper verpasst. Ich stand auf, riss meine Tür auf und war enttäuscht. Ein neues, kleines Paket stand vor meiner Haustür. Es war leichter als das alte, raschelte ein wenig, doch erneut kein Absender, kein Aufkleber, nichts. Ich war sauer auf mich und hatte Angst, was nun in dem Paket war. Ich öffnete es vorsichtig und sah sofort ein Polaroid-Bild. Ich hob es aus der Box und mein Verdacht bestätigte sich. Auf dem Bild war Marie, gefesselt und mit einem blauen Auge, nur in BH und Hose. Dieser Anblick schockierte mich und er widerte mich an. Ich wusste, wie schlecht es ihr ging und ich konnte ihr nicht helfen. Ich hatte keinen Hinweis, wer der Entführer war. Jedenfalls so lange, bis ich wieder in die Kiste sah. Unter dem Polaroid-Bild war nämlich noch ein anderer Gegenstand gewesen. Mit zitternden Händen hob ich ihn aus der Box. Es war eine Uhr, doch nicht irgendeine. Es war die Armbanduhr, die meine Eltern mir geschenkt hatten. Wie konnte meine Uhr in die Box kommen? Ich war verwirrt, doch plötzlich schossen mir Bilder durch den Kopf, wie alte verdrängte Erinnerungen, und mir wurde klar, was passiert war. Als Marie nach unserem Streit gehen wollte, wurde mir alles zu viel. Ich fiel aber nicht in Ohnmacht, wie ich vermutete. Ich änderte nur meine Persönlichkeit. Mit meiner anderen Persönlichkeit überwältigte ich sie. Ich fesselte sie und sperrte sie in meinen Keller. Danach ging ich ins Bett und erinnerte mich an nichts mehr, was davor war. Ich hatte sie eingesperrt und jeden vergangenen Abend schlief ich nicht einfach ein. Meine andere Persönlichkeit übernahm nur die Kontrolle. Ich bemerkte, dass in mir irgendetwas gelauert hatte, das schlimmer war, als ich vermutet hatte. Meine Uhr musste mir, als ich das zweite Paket gepackt hatte, vom Handgelenk gefallen sein und in das Paket. Ich wusste, was nun zu tun war. Ich stürmte in den Keller und schloss auf. Ich zitterte und dort war sie, Marie. Ängstlich sah sie mich an. Sie schien Angst vor mir zu haben. Ich ging zu ihr hin, löste die Fessel und fiel vor ihr weinend auf die Knie und entschuldigte mich für das, was ich getan hatte. Ich holte mein Handy raus und wollte die Polizei verständigen und mich einsperren lassen. Doch Marie hielt mich auf. Sie nahm mir mein Handy aus der Hand und umarmte mich mit Tränen in den Augen. Sie verzieh mir. Nach allem, was ich getan hatte, nach allem, was ich ihr angetan hatte, konnte sie mir trotzdem noch verzeihen. Sie sagte mir, dass sie mich nicht verlieren will und wenn ich zum Psychiater gehen würde, würde sie niemandem davon erzählen. Ich hatte so ein Glück mit ihr gehabt. Sofort meldete ich das Angebot bei Amazon und sagte, es sei ein Fake-Angebot gewesen und sie nahm es glücklicherweise sofort von ihrer Seite. Ich ging die nächsten Wochen immer zum Psychiater und bemerkte, wie mein Leben sich verbesserte. Ich bekam einen klareren Blick auf die Dinge, bemerkte, dass meine Probleme gar nicht so schlimm waren, wie ich immer dachte. Ich verbesserte meine Noten in der Uni, kaufte nicht mehr so viel Blödsinn im Internet und hatte somit auch mehr Geld auf der Bank für wichtigere Dinge. Meine Freundschaft zu Marie verbesserte sich auch wieder. Ich nutzte mein Geld für sie. Ich ging mit ihr essen in den Freizeitpark und wir sprachen nie wieder über das, was an diesen Tagen passiert war. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Probleme endlich bewältigt hatte und alles wieder gut war. Jede Nacht schlief ich nicht mit Herzklopfen und Aufregung ein, sondern mit einem Lächeln. Eines Tages nach dem Aufstehen bekam ich einen Einfall. Marie hatte schon sehr bald Geburtstag und ich brauchte ja noch ein Geschenk. Die vergangenen Tage hatte ich viel Geld gespart und auch von meinen Großeltern etwas bekommen. Ich wollte ihr ein großes Geschenk machen und sie damit überraschen. Ich setzte mich vor den PC, fuhr ihn hoch und ging auf Google Chrome. In meinem Kopf drehten sich schon die Ideen, was ich ihr kaufen könnte. Und ich entschied mich mal bei eBay vorbeizuschauen. Ich klickte auf die Suchleiste und bevor ich die Adresse zu Ende schrieb, wurde mir ein Link angezeigt, den ich schon mal geöffnet haben musste. Neugierig klickte ich auf den Link und wurde zu einem Angebot weitergeleitet. Dort auf eBay war ein Angebot von einer Überraschungsbox von einem unbekannten Verkäufer.
Es war genau wie damals.